Nächster Redner, Herr Abgeordneter Andreas Minich. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Hohes Haus, sehr geehrte Zuseher. Im heutigen Sammelbericht des Petitionsausschusses findet sich eine Petition, die ein digitales Klimaticket fordert. Mein Vorredner Fritz Ofenauer hat diese Petition gerade angesprochen. Und auch ich möchte mich bei den Initiatoren dieser Petition herzlich bedanken. Seit Ende des letzten Monats ist diese Forderung umgesetzt. Das Klimaticket kombiniert mit dem Klimabonus ist mit Sicherheit ein Leuchtturmprojekt dieser Bundesregierung. Eine Success Story, um die wir auch international sehr beneidet werden. Dieses Paket ist ökologisch, nachhaltig und sozial. Und mit dieser Digitalisierung dieses Tickets gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Nutzerfreundlichkeit. Ich glaube, es ist unumstritten, dass das Klimaticket und der Klimabonus eine gute Sache sind und auch sehr gut funktionieren. Leider gibt es aber auch Ausnahmen. Bei den Gemeinden Großmugel und Niederleis gibt es leider Unschärfen. Bei über 2000 Gemeinden in Österreich wird es in ein paar Fällen auch notwendig sein, sich dies besonders anzusehen und den regionalen Ansprüchen gerecht zu werden. In Ihre Richtung, sehr geehrte Frau Bundesminister, wir sind uns mit Sicherheit einig, dass unsere Gemeinden unsere wichtigsten Partner sind. Bitte nehmen wir uns Zeit, schenken wir den Bürgermeistern ein Ohr für diese Unschärfe und lösen wir dieses Problem bitte direkt mit den betroffenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Vielen Dank.